Wir haben Befehl, sie nach Hause zu bringen. Mich nach Hause bringen. Corporal Henderson, ich nehme Ihnen nur ungern einen Mann weg, aber Befehl ist Befehl. Wissen Sie denn schon, wann Sie hier abgelöst werden sollen? Das weiß niemand, Sir. Wir haben keine Ahnung, was südlich von uns passiert. Ich habe auch meine Befehle, Sir. Aber keiner besagt, ich soll meinen Posten verlassen. Das verstehe ich, aber die Sache ist jetzt anders. Nein, Sir, das sehe ich nicht so. Aber der Chief of Staff der United States Army sieht das so. Sir, wir haben Befehl, diese Brücke zu halten, egal was es kostet. Unsere Flugzeuge von der 82. haben alle Brücken über die Merderei zerstört, mit zwei Ausnahmen. Eine bei Valonia und die hier. Wenn wir sie den Deutschen überlassen, verlieren wir die Basis und müssen uns zurückziehen. Private, wenn Ihre Einheit die Stellung halten will, ist das eine Sache. Aber ich für Sie nicht, ist die Party hier Sir, vorbei. Ich kann hier nicht weg. Erst recht nicht, solange keine Verstärkung. Sie haben drei Minuten, um Ihre Sachen zu packen. Und was ist mit den anderen? Ich meine, wir sind sowieso schon hey, zu wenige. Arschloch! Zwei von uns sind auf der Suche nach dir draufgegangen, klar? Sir. Das stimmt. Wie hießen die Männer? Irwin Wade und Adrian Caparzo. Wade und... Caparzo. Das ergibt alles keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, Sir. Wieso ich? Wieso darf ausgerechnet ich nach Hause? Wieso nicht einer von den anderen? Die haben genauso hart gekämpft. Sollen die das ihrer Mutter erzählen, Private? Wenn sie ihr die vierte amerikanische Flagge überreichen? Sagen Sie ihr, dass Sie mich gefunden haben. Dass ich hier war, zusammen mit den einzigen Brüdern, die mir noch bleiben. Und dass ich Sie auf keinen Fall im Stich lassen werde. Das wird Sie ganz sicher verstehen. Auf keinen Fall verlasse ich diese Brücke. Thank you.